Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So ein Elektroauto ist ja erst wirklich umweltfreundlich, wenn es mit Ökostrom geladen wird. Und deshalb laden wir ja auch, wenn wir es können, zu Hause unser Auto in der Garage mit unserem eigenen Photovoltaikstrom, sofern wir denn eine Anlage auf dem Dach haben. Der Strom ist damit erstens kostenlos und zweitens CO2-neutral. Verkehrswende und Energiewende, wissen wir alle, gehört ja irgendwie zusammen. Das ist ja politisch beschlossen. Wir wollen weg vom Verbrenner-Pkw langfristig und hin zu Elektroantrieben. Gleichzeitig wollen wir weg von der Kohle und hin zu CO2-neutraler Energieerzeugung. Dazu haben wir alle Möglichkeiten und wir brauchen einen Ausbauschub dafür, für Solar, für Wind, Wasser oder Biomasse. Und wir wissen auch, wie wir das hinbekommen, um das alles zum Laufen zu kriegen. Und wir wissen, wie wir die Netze dabei auch stabil halten. Wir brauchen mehr dezentrale Energieerzeugung, intelligente Speicherung von selbstproduziertem Strom in Hausakkus. Wir brauchen vor allem Abbau der Hindernisse für Solarstromerzeuger. Wir brauchen die Einbindung von Elektroautos als Zwischenspeicher und. Das ist alles bekannt und die Bundesregierung behauptet, das auch alles zu wollen. Man strebt eine Klimaneutralität für das Jahr 2050 an. 2050, das sind ja noch 30 Jahre. Bis dahin wird vermutlich doch noch so manches Grad an Erderwärmung dazukommen, wenn man so sieht, wie schnell das geht. Und denn ähnlich wie bei Corona befinden wir uns beim Klimawandel in einer Exponentialkurve. Und wenn wir es wirklich ernst meinen würden, dann bräuchten wir für den Klimaschutz ähnlich drastische Maßnahmen, wie aktuell bei Corona beschlossen werden. Aber von dieser Erkenntnis sind wir irgendwie noch zu weit entfernt, glaube ich. Jetzt gibt es einen neuen Gesetzentwurf für das EEG, das Erneuerbare Energiegesetz. Und dieser Entwurf, ja, der läuft irgendwie den ganzen Versprechungen und politischen Absichtserklärungen in vielen Punkten komplett zuwider. Betroffen sind wir alle, die mit ihrer älteren Solaranlage ihre E-Autos aufladen zum Beispiel. Was das neue EEG mit Elektroautos zu tun hat und welche Konsequenzen das haben könnte, das klären wir in diesem Video, also bleibt dran. Das EEG wird gerade neu gemacht. Was bedeutet das eigentlich genau? Wird es dann einfacher, verständlicher? Fördert das den dringend notwendigen Ausbau für erneuerbare Energien? Und was ist eigentlich das EEG? Die Regeln für die Erzeugung von erneuerbaren Energien stehen seit 20 Jahren im EEG, dem Erneuerbare Energiengesetz. Angefangen hat das mal mit einem 1000-Dächer-Programm und einem nur 12 Seiten dicken Gesetzesentwurf. Und dadurch wollte man finanzielle Anreize schaffen, damit Hausbesitzer sich damals noch teure und eigentlich unter Marktgesichtspunkten unwirtschaftliche Solaranlagen aufs Dach setzen. Vom Klimawandel hat damals noch keiner geredet und heute können wir eigentlich froh sein, dass wir diese Entwicklung schon so früh angestoßen haben. Über die Jahre kam nämlich eine ziemlich große Eigendynamik in das Thema erneuerbare Energien, weil die Stromerzeugung durch Sonne, Wind und Co. immer günstiger wurde. Viel schneller und vor allem viel günstiger, als sich das alle vor 20 Jahren vorgestellt haben. Immer mehr Solaranlagen wurden gebaut, Windräder, Biogasanlagen und Wasserkraftwerke. Im laufenden Jahr liegt nach einer brandaktuellen Berechnung von E.ON der Anteil an erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung bei 52%. Im neuen EEG ab 2021 wird das Ziel festgeschrieben, dass der gesamte Strom in Deutschland ab dem Jahr 2050 CO2-neutral sein soll. Da sollten es also 100% sein. Wir erinnern uns, aktuell 52%. Und bis zum Jahr 2030 gilt ein Zwischenziel, nämlich 65% erneuerbare Energien. Sie nennen das im Gesetz ambitioniert. Was für ein ärmliches Ziel ist das denn? Schon heute, 2020, liegen wir bei einem Anteil von 52%. Wie gesagt, E.ON hat das gerade vor ein paar Tagen ausgerechnet. Wir haben eine Steigerung dieses Anteils von 2-3% jedes Jahr. Das heißt, in 10 Jahren könnten wir schon bei 70-80% sein, wenn wir es denn nur wollten. Hier mal eine Grafik, die den aktuellen Stand bei den Regenerativen verdeutlicht. Wir haben ja also die Stromeinspeisung durch konventionelle und erneuerbare Energieträger im Jahr 2020, das war vor dem Oktober, da lagen wir noch bei 51,2% erneuerbare und 48,8% konventionelle Energieträger.
Und auf die Monate runtergebrochen sieht man, dass wir in diesem Jahr schon im Februar und April über 60% lagen und im Oktober wieder bei 57%, was dann zusammen den Durchschnitt von 52 für das ganze Jahr ergibt. Und warum haben wir jetzt diesen schnellen Anstieg bei den regenerativen Energien? Weil die Vergütung für die Erzeuger von regenerativem Strom dank EEG weit über dem Marktpreis liegt. Und dieser Mehrpreis für den Strom wird im Prinzip von allen Stromverbrauchern solidarisch über einen erhöhten Strompreis bezahlt. Durch den immer weiter steigenden Anteil an Erneuerbaren steigt aber der Strompreis leider immer weiter an. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum wir in Deutschland so hohe Strompreise haben im Vergleich mit anderen Ländern. Sowas war für die Urheber des EEG vorher irgendwie scheinbar gar nicht vorhersehbar. Habe ich gerade solidarisch gesagt? Die Solidarität hört leider da auf, wo die Großverbraucher ins Spiel kommen, also die Großindustrie mit ihren enorm hohen Strombedarf. Für die gelten diverse Ausnahmen und Befreiungsregeln, sodass am Ende wieder mal wir, Privatleute, die Dummen sind, die die Zeche für die EEG zahlen müssen. Ein weiteres Problem, von dem immer öfter gesprochen wird, ist die kaum machbare Steuerbarkeit des regenerativ erzeugten Stroms. So wird es uns jedenfalls immer wieder gesagt. Und hier liegen die selbstgemachten Probleme, die die Politik mit immer komplizierteren Gesetzen und Regelungen versucht, irgendwie in den Griff zu bekommen. In Deutschland fallen nächstes Jahr erstmals 18.000 PV-Anlagen aus dem EEG. Bis Ende 2025 werden es 176.000 Anlagen sein. Diese Anlagen nennt man Ü20-Anlagen und sind dann also über 20 Jahre alt. Und damit fallen sie halt aus der Förderung raus, denn die Förderung ging nur für 20 Jahre. Und das kam jetzt irgendwie für die Politik scheinbar ziemlich überraschend, weshalb man jetzt versucht, ein neues EEG durch den Bundestag zu prügeln. Nach dem ersten Entwurf von einem Referenten, der sogenannte Referentenentwurf, der sich so las, als wäre er direkt von der Energielobby diktiert worden, brach ein regelrechter Sturm der Entrüstung los und sogar manche CSU-Politiker meinten, dass das neue Gesetz so ja vielleicht doch nicht so toll wäre. Vielleicht habt ihr die vielen Videos hier auf YouTube ja inzwischen auch schon mal gesehen. Inzwischen wurde der Entwurf in ein paar Punkten immerhin überarbeitet, aber das meiste ist immer noch ganz schön krass. Vor allem für Betreiber von großen Anlagen, aber auch für uns Kleine. Denn was käme mit dem neuen Gesetz denn auf die Kleinanlagenbesitzer zu? Sagen wir mal, die so 5 bis 9 Kilowatt Peak Solaranlagen auf dem Dach haben. Denn ihr habt die alte Solaranlage auf dem Dach und ihr ladet auch euer Elektroauto. Was passiert dann? So eine Anlage habe ich zum Beispiel auch. Meine hat 4 Kilowatt Peak und die ist 10 Jahre alt. Ist noch in der Förderung, aber irgendwann in 10 Jahren bin ich halt auch fällig. In den meisten Fällen habt ihr ja, wie ich, nicht 100% Eigenverbrauch, sondern eher nur sowas zwischen 20-40%. Die meisten Altanlagen haben sogar 100% Einspeisung, also 0% Eigenverbrauch. Euer bisheriger Netzbetreiber muss jetzt bei den Ü20-Anlagen in Zukunft euren Strom nicht automatisch weiter abnehmen. Das heißt, was macht ihr jetzt mit eurem Strom, den ihr produziert? Möchtet ihr euren Solarstrom weiter ins Netz einspeisen, müsst ihr euch um einen neuen Käufer bemühen, also auf Direktvermarktung umsteigen. Abgesehen von dem lächerlichen Preis pro Kilowattstunde von rund 2 bis 3 Cent, den ihr noch bekommt, viel Spaß beim Finden eines Interessenten für eure popeligen 4 oder 5 kW. Die Frage, ob sich das dann finanziell noch lohnt, ist ganz klar zu beantworten: Nö. Das kommt jetzt aber immerhin nicht wahnsinnig überraschend, denn ich vermute mal, kaum einer, auch ich, hat wirklich damit gerechnet, dass seine Anlage nach 20 Jahren goldener Förderzeit wirklich noch Gewinn erwirtschaftet. Da müsste man schon sehr naiv gewesen sein. Gut, sage ich mir nämlich, meine alte Anlage ist ja längst bezahlt und abgeschrieben, funktioniert aber auch noch für weitere 10 oder 20 Jahre. Dann verbrauche ich eben so viel wie möglich selbst und lade jeden Tag mein Elektroauto über PV. Hier wird es dann mit dem neuen EEG-Entwurf wirklich bitter, denn das ist so ohne weiteres gar nicht mehr erlaubt. Vorher müsste eure Anlage nämlich erst neue technische Voraussetzungen erfüllen, die für euch mit einigen Kosten und vor allem auch Aufwand verbunden sind. Dazu zählen vor allem die Kosten für ein Smart Meter, das die Einspeisung und euren Selbstverbrauch misst und über das eure Anlage bei Bedarf sogar ferngesteuert werden kann. Wenn zum Beispiel zu viel Solarstrom erzeugt wird, könnte man euch damit komplett vom Netz nehmen.
Das soll im neuen EEG-Entwurf dann für Anlagen bis runter zu 1 Kilowatt Peak gelten. Der reinste Wahnsinn. Alles in allem übersteigen diese Kosten für eine Umrüstung ziemlich sicher eure Einspeiseerlöse und auch der selbstverbrauchte eigene Strom wird euch plötzlich etwas kosten. Auf die selbstgenutzte Kilowattstunde aus einer Ü20-PV-Anlage müsst ihr nämlich dann 40% der EEG-Umlage zahlen. Das sind aktuell rund 3 Cent pro Kilowattstunde. Also ihr produziert eine Sache selbst, verbraucht sie selbst, müsst aber trotzdem dafür noch was bezahlen. Hier mal eine Beispielrechnung, wie sich der Weiterbetrieb einer alten Anlage finanziell für euch darstellen könnte. Nehmen wir also mal an, wir haben eine Ü20-Anlage mit 5 Kilowatt Peak und wir rechnen mal über 10 Jahre. Ihr erzeugt pro Jahr damit rund 4250 Kilowattstunden, verbraucht 20% selbst, das sind 850 Kilowattstunden, habt einen sonstigen Stromverbrauch mit 3000 Kilowattstunden und habt dafür einen Preis zu zahlen von 27 Cent die Kilowattstunde. Für den selbstverbrauchten Strom bezahlt ihr 3 Cent pro Kilowattstunde, habt einmal einen Anlagencheck für 300 Euro in den 10 Jahren und dann kommt ihr am Ende trotz der Ersparnis von 230 Euro für den Eigenverbrauch über die Kosten über die 10 Jahre zu einem Verlust von 35 Euro. Bei Altanlagen mit bisher 100% Einspeisung müsst ihr erst im Zählerschrank die Anlage umklemmen lassen, damit ihr den Solarstrom selber nutzen könnt. Und das kostet im einfachsten Fall vielleicht 200 Euro. Ist die Umstellung mit größerem Modernisierungsaufwand an der Elektroinstallation verbunden, kann es aber auch deutlich teurer werden. Da reden wir dann eher von über 1000 Euro. Und mit dem Einbau einer Speicherbatterie und eines neuen Zählerschranks könnten die Kosten sogar auf mehrere tausend Euro ansteigen. Auf Eigenverbrauch umzustellen lohnt sich dann also eigentlich nur noch für Idealisten. Nun gut, die meisten, die so eine PV-Anlage auf dem Dach haben, haben natürlich ein Eigenheim und da spielt Geld vielleicht keine so große Rolle und der Klimaschutz und die Energiewende ist euch wichtiger. Und dann darf natürlich die Anlage einfach nur weiter sauberen Strom erzeugen, solange sie eben läuft. Das wäre wenigstens im Sinne des Erfinders. Ihr könntet aber auch nochmal überlegen, die alte Anlage durch eine neue und leistungsstärkere PV-Anlage zu ersetzen. Denn neue Solarmodule, die haben natürlich eine deutlich höhere Energieausbeute auf der gleichen Fläche, wahrscheinlich doppelt so viel wie vor 20 Jahren. Ihr bekommt dann wieder neu für 20 Jahre die aktuelle EEG-Einspeisevergütung und die liegt aktuell bei knapp 9 Cent die Kilowattstunde. Das lohnt sich bei den Preisen heutzutage eben immer noch. Aber eine funktionierende Anlage wegschmeißen, wo ist da der Nachhaltigkeitsgedanke? Ja, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, die alte PV-Anlage irgendwie weiter zu nutzen? Falls ihr sowas habt, wäre der Einsatz im Wochenendhaus oder Wohnmobil oder für eine Inselanlage vorstellbar. Aber auch hier wieder Aufwand und Kosten, die ihr vermutlich nie wieder reinbekommt. Oder ihr stellt die alte Anlage Projekten in der Entwicklungshilfe zur Verfügung, die damit in Afrika oder sonst wo weiter Strom erzeugen können. Sehr schöne Idee, aber hier muss man sich eben auch selber wieder engagieren und wie viele werden das wohl tun? Im schlimmsten Fall hat also das neue EEG einen massiven Abbau von Solaranlagen zur Folge. Also das genaue Gegenteil, was wir eigentlich damit erreichen wollen. Das Laden zu Hause an der eigenen PV-Anlage und der gesamte Ausbau beim Solarstrom wird nun mit neuen Hürden versehen, die das genaue Gegenteil von dem bewirken, was wir eigentlich brauchen. Dieses Szenario muss jetzt nicht genauso kommen, das Gesetz ist ja noch in der Bearbeitung. Und es haben sich ja auch schon Teile durch die anhaltende Kritik wieder zum Besseren verändert. Und genau deshalb sollten wir als Betroffene nicht nachlassen, auf die Kritikpunkte hinzuweisen. Schreibt eurem Bundestagsabgeordneten oder eurer Bundestagsabgeordneten und sensibilisiert ihn oder sie für das Thema. Dafür haben wir ein kurzes Schreiben verfasst, das ihr an eure Abgeordneten schicken könnt. Wie das funktioniert, habe ich in der Videobeschreibung hier unten geschrieben. Gemeinsam können wir hoffentlich noch mehr für das neue EEG bewirken. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.